Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren kleinen Zwischenevaluation meines Aufbrauchprojektes. Aber zuerst wollte ich euch mal zeigen, was ich auf meinen Nägeln habe. Tada! Oh mein Gott, das ist wirklich dieser uralte Nagellack von Rimmel, den ich ausprobieren wollte. Hatte ich in irgendeinem anderen Video erwähnt. Und er funktioniert noch. Er ist zwar nicht nach 60 Sekunden trocken, aber er funktioniert noch und ich liebe diese Farbe. Ich finde es ganz, ganz toll. Das wollte ich nur am Anfang jetzt nochmal sagen. Eigentlich soll es heute um alle möglichen Puder gehen. Die Highlighter habe ich jetzt mal rausgelassen, weil die gab es ja bei mir am Anfang des Jahres noch gar nicht. Das heißt, es geht heute so um Gesichtspuder und Rouge. So. Und um mal mit den Rouge-Dingen zu beginnen. Also schon sehr, sehr lange habe ich diesen von Dior. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie der heißt, weil es ist schon alles ganz abgegrabbelt. Und er sieht so aus. Also habe ich ein relativ, ups, das war der Pinsel, großes Hit the Pen. Ja, den Pinsel könnte ich auch mal angucken. Der ist schon total zerstört. Jetzt benutze ich halt einen anderen. Und den benutze ich im Moment jeden Tag, aber eigentlich nur die Seite, weil ich Angst habe, dass er mir sonst irgendwie zerbricht, wenn ich da jetzt erstmal weitermache. Es ist nicht so, dass ich ihn unbedingt aufbrauchen möchte, aber ich habe auch das Gefühl, er war relativ teuer und ich möchte auch meinen Nutzen daraus haben, quasi. Und ich habe noch einen weiteren, quasi Single Blush. Und das ist dieser hier von Chanel. Der heißt Jardin de Chanel, glaube ich. Und ich glaube, den gab es auch in zwei Farben. Ich habe keine Ahnung, welches ist es. Ich habe natürlich wieder die hellere gekauft. Ganz klar, aber wo ich das gerade darauf finden kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und der sieht so aus. Ich halte auch mal den Pinsel fest. Und da waren so super schöne Kamelien, sind es, glaube ich, bei Chanel immer eingepresst. Und der riecht irgendwie ganz toll. Ich finde den echt super. Und ich habe das Gefühl, dass man mit diesem, upsie, mit dem Chanel und dem Dior, jetzt nehme ich erst nochmal die Pinsel raus und dann zeige ich euch die nochmal so nebeneinander, schon ziemlich viel abdecken kann, wenn man einmal so eher was Orange-Stichiges hat und da eher was Rosa-mäßiges. Ich glaube, dass man damit sehr, sehr viel anfangen kann und die sind hochwertig und gefallen mir beide super gut. Und die will ich auch eigentlich nicht loswerden. Und soweit ich weiß, hatte ich die beide schon am Anfang des Jahres. Dazu gekommen ist eben in diesem Jahr, halt stopp, ein Bronzer. So einen hatte ich nämlich auch schon von Shiseido, The Makeup Luminizing Brush Powder. Und was steht hier drauf? Das ist Bronze Shimmer 3. 3. Und ist mir natürlich viel zu dunkel. Den habe ich irgendwann mal so quasi zur Hälfte gekauft gekriegt, weil die Verkäuferin meinte, ja, das ist ja ganz, ganz toll. Da kannst du den mit deiner Mama teilen und die Farbe, die steht euch beiden. Und meine Mutter ist so gefühlt 5 Hauttönen dunkler. Ja. Und dieses Teil ist eigentlich. Eigentlich ist es wirklich nicht schlecht. So sieht es aus. Das heißt, man hat direkt Produkt auf dem Pinsel. Und ich swatche euch auch das mal, was da auf dem Pinsel ist. So komplett furchtbar finde ich es nicht. Aber irgendwie hatte ich da noch keine Muße. Also ich habe es jetzt hier geswatcht. Ich hatte noch nicht so richtig Muße und habe auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Schiss, den in mein Aufbrauchprojekt zu packen, obwohl es eigentlich wirklich wert wäre, weil ich glaube, auch dieser hier war ziemlich teuer und den benutze ich gar nicht. Obwohl ich im Moment Bronzer benutze. Und da sind wir schon beim Stichwort. Was dieses Jahr dazugekommen ist, ist das hier von Benefit. Und da sind eben, ja, wie soll ich sagen, zwei Bronzer drin. Einmal Dallas hier und einmal Hoola. Und dann noch dreimal Rouge. Das hier ist mehr so ein rosanes, da ist mehr ein korallenfarbenes und dieses Rock, da weiß ich noch nicht so ganz genau. Das habe ich schon öfter benutzt. Ich glaube, man sieht das auch, wenn man hier mal so guckt. Habe ich schon öfter benutzt, aber ich
kann immer noch nicht so tausendprozentig sagen, was das jetzt eigentlich für eine Farbe ist und ob das gut ist, dass ich das nicht sagen kann oder schlecht. Keine Ahnung. Aber ich finde sie eigentlich ganz gut und ich mag auch die beiden Bronzer sehr gerne. Ich benutze sie zum Konturieren und es gefällt mir ganz gut. Und ich glaube, mehr als das braucht man eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Deswegen, ich bin ganz zufrieden und wenn mir nichts wow, Geniales über den Weg läuft, dann ist das auch mein Stand gefühlt für die nächsten 100 Jahre, was Bronzer und Rouge betrifft. So, jetzt mal zu einer Kategorie, nämlich den normalen Gesichtspuder, wo ich wirklich krasse Schwächen am Anfang des Jahres bemerkt habe. Ich habe meistens in den letzten Jahren diesen Puder gekauft. MAC Sheer Pressed, meistens so NC5, also ganz, ganz hell. Und habe den dann immer benutzt. Ich kann euch das ja mal zeigen. Also den habe ich noch nicht so lange. Und den habe ich auch erstmal weggelegt, weil ich ihn jetzt zu Hause vergessen hatte und dann mir einen anderen gekauft habe und den jetzt erst aufbrauchen möchte. Also der liegt eigentlich gerade so in der Schublade auf der Seite für, wenn der andere leer ist. Und dann war es so, immer wenn ich so Richtung Rand gekommen bin und das Hit the Pan sehr groß war, habe ich ihn weggelegt, weil nicht mehr genug Produkt auf den Pinsel gekommen ist und es für mich anstrengend war, das zu benutzen. Und deshalb habe ich es einfach weggelegt. Und irgendwann habe ich so in die Schublade geguckt und da lagen drei oder vier so quasi halbfertige. Und da dachte ich, das geht überhaupt nicht. Die sind doch eigentlich ziemlich teuer. Wie kannst du sowas nur machen? Und habe dann einige in mein Aufbrauchprojekt getan. Und da sind wir auch ein bisschen beim Stichwort. Der hier, der lag auch ewig bei mir in der Schublade. Der ist von Lancôme. Beige Albatre oder so. 01 ist die Farbe. Und der hat halt, also ich glaube, heute sieht man es ziemlich gut. Ist nicht meine Farbe, die wurde einfach irgendwann geändert. Aber ich will ihn jetzt auf jeden Fall aufbrauchen. Und ein weiterer aussortierter, der auch ein Hit the Pen hat, also was heißt auch? Der hier hat ja keins. Der ein Hit the Pen hat, ist von Shiseido L3 Golden Beige. Und der sieht so aus. Der hat hier so was, was mehr so ins Grünstichige geht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ein ganz tolles helles Beige und da eben was Dunkleres, dass man quasi so auf dem Pinsel das Ganze mischt. Und das war eben auch so gedacht, dass ich mir den Puder mit meiner Mutter teilen kann, weil die sich halt nicht so oft schminkt. Ja, mittlerweile wohnen wir nicht mal mehr zusammen. Das heißt, mit Teilen ist nichts mehr und der muss jetzt wirklich mal weg. Den werde ich irgendwann ins Projekt schmeißen, wenn der von Lancôme leer ist. Aber was so die MAC Gesichtspuder betrifft, muss ich sagen, oder überhaupt die farbigen Gesichtspuder, finde ich, habe ich sehr großen Fortschritt gemacht. Ich habe jetzt noch den von Manhattan, Soft Compact Powder, in der Farbe 0 transparent, aber ich finde ihn überhaupt nicht transparent. Ich zeige Ihnen den mal. Ich zeige euch den mal so. Und der hat auch schon ein kleines, so eine kleine Kuhle. Ja. Ich finde den eigentlich ganz okay. Ich muss noch mal dann mit dem MAC-Puder zwischentesten. Im Moment sieht es halt bei mir pudermäßig eher so aus, dass es noch farbige, zwei quasi volle gibt, die in der Schublade liegen als Backup. Das hier ist der von Wet n Wild aus meinem letzten Haul. In der Farbe Fair Light und eben der von MAC NC5. Und den benutze ich gerade in Kombination mit dem von Lancôme, mit dem dunklen. Ich habe gedacht, zum Konturieren ist der vielleicht auch nicht schlecht, das muss ich nochmal ausprobieren. Habe ich heute so ein bisschen hier unter das Kinn. Aber die benutze ich im Moment täglich. Und auch täglich benutze ich von MAC Prep and Prime
Manchmal denke ich, ich sage einfach was Falsches. Prep and Prime. Diesen wirklich durchsichtigen. Und der ist mir vor ein paar Wochen, da war noch wirklich, wirklich viel drin. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Da ist er mir runtergefallen und komplett gebröselt. Und dann habe ich ihn repressed. Und upsie, das war das erste Mal, dass ich etwas repressed habe. Und ich glaube, dementsprechend sieht es auch aus. Den benutze ich im Moment. Und wenn er leer ist, ist er leer. Und dazu habe ich auch noch ein Backup von Mac. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal in meinem Haul gezeigt, in meinem Mac Douglas Haul. Das ist halt quasi derselbe Puder, aber halt nur anders verpackt. Diesmal viereckig. Und so sieht er aus. Und den habe ich noch nicht benutzt. So. Also das war es jetzt sogar aus meiner Puderecke. Und zusammenfassend kann ich sagen, ich habe jetzt Stand, welchen Monat haben wir? Juli. Juli 2016 habe ich drei Bronzer, fünf Blushes, zwei aussortierte Puder, die aufgebraucht werden, bei denen ich auch nicht locker lassen werde. Zwei verschiedene in täglicher Verwendung. Und bei dem farbigen Puder zwei Backups und bei dem transparenten eins. Und ich finde, ich habe aus den einzelnen, die jetzt in meinem Projekt waren, ziemlich viel Fortschritt gemacht. Ich brauche meine Puder jetzt auf. Ich tue sie nicht mehr in die Schublade. Ich schiebe das auch nicht weiter nach hinten oder so. In meiner Schublade gibt es jetzt, außer denen, die ich täglich verwende, keinen angebrochenen Puder mehr. Keinen, der irgendwie so kurz vor fertig ist und dann einfach weggelegt wird. Ich denke, das hat sich schon irgendwie verändert, mein Umgang damit. Und ich weiß es jetzt auch mehr zu schätzen. Und muss jetzt nur noch darauf achten, dass ich nicht tausend und ein Backup kaufe, sondern das auch alles nach und nach aufbrauche. Wobei ich sagen muss, dass ich auch früher immer einen noch verpackten in der Schublade hatte, sobald sich dann der andere dem Ende geneigt hat. Und das würde ich auch gerne beibehalten, nur wenn es geht, halt nicht fünf. Und auch nicht fünf von einer Sorte. So. Ich würde sagen, das war's von mir zu dieser Kategorie. Und ich mache demnächst mit einer anderen weiter. Mit welcher weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich mit Mascara, würde ich schätzen. Nachdem ich den Nagellack schon abgedreht habe. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Für Fragen und Anregungen, ne? Ihr wisst, Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!